Ich habe mit 14 Jahren angefangen zu fotografieren und das eigentlich nur, um meinem damaligen Freund zu imponieren. Der war älter als ich und Hobbyfotograf. Und mit 16 war ich dann auf einem Jazzkonzert in der Philharmonie in Berlin und da war so eine ganz zarte kleine Frau hinter einer riesigen EB-Kamera und hat das Konzert aufgenommen und dieses Bild hat sich mir einfach eingebrannt. Und dann habe ich ein Praktikum gesucht, um mich an der Fachschule für Optik und Fototechnik zu bewerben, habe aber auf dem Weg dorthin den Kameramann von Werner Herzog kennengelernt, Thomas Mauch, und habe den so lange bedrängt und bin nicht von seiner Seite gewichen, bis der mich in sein Kamerateam aufgenommen hat. Und ab da war ich seine Materialassistentin und irgendwann nach 10 Jahren hat mich dann eine befreundete Regisseurin gefragt, ob ich bei ihr Kamera mache und das war so der Einstieg. Meine Aufgabe ist es, die Geschicke dieses Reiches zu lenken. Deine Aufgabe ist es, lediglich zu repräsentieren. Also bei der ersten Anfrage, die ich bekam für das Projekt, war schon klar, dass 35 mm gedreht wird. Das ist eine Bedingung, die Marie Kreutzer für sich will und das ist auch unanfechtbar. Sie hat all ihre Spielfilme auf Film gedreht und sie liebt das Korn, die Weichheit und sie, ja, das ist etwas, worauf sie besteht. I love to look at you looking at me. Sie ist ein Buch für mich. Auf jeder Seite steht ein Rätsel. Ich wusste aber auch, was das für die Kamera bedeutet. Das heißt, also für mich wieder dieses Herantasten an diese Arbeitsweise von vor 10 Jahren. Das heißt, du musst Licht messen, du hast keine Überprüfung am Set, ob du in den dunklen Bereichen noch okay bist. Das heißt auch, dass die Kameraassistenz keine Kontrolle über die Schärfe hat. Du hast den Wechsel der Kassetten, was immer wieder auch womöglich Szenen unterbricht in einem Moment, wo du im Digitalen weiterdrehen könntest. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. Ich habe dann 2 identische Tests gemacht, jeweils auf dem 500er, 200er und habe den einen Test in Ungarn entwickeln lassen und den anderen Test in Belgien. Mein großer Wunsch war eben, dass ich Einfluss habe auf die Muster, wie die aussehen. Ich habe ein Feedback vom Kopierwerk bekommen, was die Belichtung angeht, habe immer die weiche Abtastung bekommen, die ich dann am Ende des Drehtags gegradet habe mit dem DIT. Und dieser Prozess war für mich sehr hilfreich, weil ich immer durch die weiche Abtastung sehen konnte, wie viel ist noch in der Unterbelichtung. Das war aber für mich ein neuer Weg, aber den würde ich genauso wieder gehen. Bringen Sie mir eine Orange, hauchdünn aufgeschnitten. Bei Corsage war das so, dass wir einerseits natürlich in der historischen Zeit erzählen wollten, aber eben auch eine bestimmte Zeitlosigkeit erreichen wollten. Und es gab verschiedene visuelle Ansätze. Einmal natürlich, was die Räume und das Szenenbild angeht. Das ist ja so das Ende der Monarchie und das sollten die kaiserlichen Residenzen auch vermitteln. Das heißt, wir haben gesucht nach vernachlässigten Räumen, nach kargen Räumen. Die Räume sollten auch irgendwie leer wirken, so als ob die teuren Möbel schon verkauft wären. Und die Elisabeth hat sich ja in der Hofburg, die ja unser Hauptmotiv war, nie wohlgefühlt. Und wir wollten eben diese Form von Gefangenschaft oder dieses Gefühl von Gefängnis auch vom Szenenbild betonen. Es gibt ein Motiv, das ist das Schloss von König Ludwig. Das ist ihr Cousin und engster Vertrauter. Und dort gab es im Drehbuch 3 Motive. Es gab einen großen Saal, es gibt ein Schlafzimmer und es gibt noch einen zusätzlichen Raum der Begegnung. Und wir haben ein Motiv in Luxemburg gesucht und haben dort auch ein Schloss gefunden, wo allerdings nur ein Raum für uns gepasst hat. Wir mussten in diesem großen Raum 3 Räume erzählen und ein Lichtkonzept dafür erfinden, was sowohl den Bau des Szenenbilds, also die Trennung der Räume, ermöglicht, als auch die verschiedenen Stimmungen, Innentag, Innennacht und Dämmerung gleichzeitig herzustellen. Schlecht schaust du aus. Ist etwas.
Es gibt jetzt Szenen, die sind bei Tag in dem großen Saal. Das ist die Frühstücksszene zwischen Elisabeth und ihm. Sie sitzen an der langen Tafel, sie sitzen auch sehr weit auseinander. Es gibt eine totale und dann gibt es in beide Richtungen eine Einstellung. Da haben wir uns dafür entschieden, über die Achse zu springen. Das heißt, die gucken beide rechts, links zueinander, um auch nochmal diese Entfremdung oder diese Distanz zwischen den beiden zu erzählen. Und dann gibt es das Schlafzimmer, was dort platziert ist, wo davor die Tafel platziert war. Dort gibt es eine Szene, die morgens früh bei erstem Sonnenlicht spielt. Das ist dann eine 18 kW, die am Längsfenster steht und in den Raum reingeht. Und eine Dämmerungssequenz, wo wir wie bei der anderen Szene die Fenster folieren mussten, um Dämmerung im Raum herzustellen. Also das Interessante war einfach, wie schafft man ein Lichtkonzept vorzubereiten, was für alle Motive, den Umbau des Szenenbilds und aber auch die unterschiedlichen Stimmungen gleichzeitig funktioniert. Da war so der Ansatz stark dadurch bestimmt, dass Marie keine Position für Schauspieler will, auch keine Proben. Das heißt, wir mussten eine Möglichkeit schaffen, fast immer 360 Grad sehen zu können. Ich liebe dich. Das heißt, wir mussten von außen leuchten und wir mussten die Decken mit Deckenkonstruktionen versehen, um zum einen das Tageslicht von außen zu verlängern, aber auch um so Möglichkeiten zu schaffen, auf die Inszenierung zu reagieren. Sie wollte, dass Vicky Krebs, also Elisabeth, immer als Letzte die Szene betritt, dass keiner weiß, was sie macht, um dieses Machtgefälle zu zeigen. Wenn keiner genau weiß, was passiert, bekommst du einfach so einen Moment von Unschuld mit Fehlern und Unschärfen, der dir für die Szene auch immer wieder was schenkt. Es gibt eine Szene, die ich ganz gerne mag. Die spielt in England zwischen Elisabeth und ihrem Reitpartner Bay. Und sie bittet ihn ins Kaminzimmer und das ist so der Höhepunkt der gegenseitigen Anziehung im Film. Und diese Szene sollte in der Dämmerung spielen, im Zwielicht einerseits von außen kühles Restlicht des Tages und innen mit Kaminfeuer. Also mussten wir, da es einen langen Gang gibt am Anfang, so 180 Grad um diesen Schlossbau auf eine bestimmte Tageszeit warten, bis die Sonne so stand, dass wir die Fenster von der Sonne mit großen Butterflies rausdecken konnten. Und gleichzeitig mussten eben verschiedene Lagen von ND-Folien übereinander gestapelt werden, um aus dem Tag eben Dämmerung herzustellen. Do you think I'm beautiful? Das war also eine recht aufwendige Vorarbeit. That was all you wanted. Wasn't it? Schon während des Drehens, nach ein paar Tagen, kam so eine Euphorie auf und so eine Freude, weil dieser Sucher ist zwar sehr dunkel, aber du kannst besser das Licht beurteilen. Die Gesichter sehen viel schöner aus, viel weicher. Du guckst einfach auf ein sehr viel natürlicheres Bild und nicht auf diese scharfe digitale Oberfläche. Und auch natürlich jetzt nach dem Grading die Hauttöne, die Farbtiefe und vor allem der Spielraum in der Überbelichtung ist einfach so schön und ist so ein Geschenk und das kriegst du niemals im Digitalen. Mon souffle, l'envie est finie. Hier ist alles wie in einem unaufgeräumten Museum. A lion doesn't lose sleep over the opinion of sheep.